Ein herzliches Willkommen zu den Likes und Dislikes nach 2 Wochen mit dem Ford Mustang Mach-E in der absoluten Basis. Und wir fangen direkt an mit den Likes, die Dinge, die super gut gefallen haben. Man muss ja jetzt sagen, das Auto ist jetzt eigentlich theoretisch gesehen über ein Jahr auf dem Markt und wir haben genau einen, glaube ich, noch gesehen. Ansonsten nur eine LKW-Ladung voll. Aber was ich damit meine, ist schon etwas sehr Besonderes. Und so gesehen, das Einhorn der Elektroautos, wo irgendwie alle irgendwie zunehmen, davon sieht man nicht so viele und wir sind sehr nah an Köln dran, das möchte ich nur noch mal betonen. Dann das nächste, am Anfang vielleicht ein bisschen komisch gewesen, das etwas kleine Fahrerdisplay, aber jetzt über 2 Wochen damit fahren, muss man auch ganz klar sagen, es ist schön, so eine beruhigende Darstellung zu haben und nicht so eine mega Karte und ganz viele Screens und Flip hier, Flip da, Flip dort. Das war sehr entspannt auf lange Tour. Was man auch nicht vergessen darf, trotz dieser Größe ist er enorm wendig. Insbesondere bei diesen Bedingungen kann man ihn, wenn es brennt, mal kurz eindrehen. Nächster positiver Punkt, man kann die Assistenz direkt am Lenkrad verstellen. Also zumindest hauptsächlich. Die großen Dinge kann man direkt am Lenkrad an- oder abstellen. Und erst wenn man in die Tiefe möchte, muss man ins Infotainment reingehen. Und so gesehen, die Basis hat eigentlich alles, was man irgendwie sich vorstellen kann von einem E-Auto. Alles mit dabei, alles Wesentliche mit dabei. Vielleicht eine kleine Sache, die ich ein bisschen vermisst habe, das B&O-Soundsystem, aber da hätte man dann auch schon ein großes Technologiepaket mitnehmen müssen. Dementsprechend Basis wirklich mit einer der besten Deals. Und letzter Like, direkt von Larissa, das hier. Ich mache mal kurz auf, dann seht ihr es vielleicht auch. Keypad heißt, man könnte theoretisch den Schlüssel komplett weglassen, wobei Ford auch sagt, es gibt Schlüssel, es gibt die App, es gibt das Keypad. Also da sind definitiv genug Möglichkeiten da. Allerdings hat Larissa auch etwas anderes angemerkt. Sie kommt mit den Nägeln nicht so gut mit dem Knopf hier, klar. Ich habe gesagt, sie soll einfach einen Knöchel aufmachen, aber wir haben es dann doch irgendwie bei Dislike. Man muss sich so ein bisschen dran gewöhnen. Türen ist jetzt nicht super ideal, aber naja. Was definitiv nicht super ideal war, war Laden, denn wir waren, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, wirklich längere Strecken damit unterwegs und irgendwie seinen Peak hat er im Winter nicht so ganz erreicht und es ist auch nicht so ganz klar gewesen, wie kommt man jetzt irgendwie in den Peak ran und im Schnitt waren wir so irgendwo zwischen 70 und 80 kW und dann dauert es trotz kleiner Batterie doch ein bisschen länger mit dem Laden. Nächstes kleines Problemchen war das große Infotainment in der Mitte mit seinen vielen Dropdowns-Menüs und vielen Menütiefen. Also wenn man was verstellen möchte, ist man sehr lange am Suchen und sehr lange am Klicken und Tippen. Haben wir Gott sei Dank alles an den ersten 2 Tagen erledigt und das einfach dann nie wieder angefasst, weil es ist echt viel, was man da so in der Tiefe verstellen kann. Und das nächste, aber das wäre auch genauso wie das Infotainment eine Möglichkeit. Wir haben auch gleichzeitig mal die App ausprobiert und eigentlich hat die nur den Schnellzugriff auf oder zu, digitalen Schlüssel einrichten und das war's. Alles andere ist auch wieder wie im Infotainment in super krasser Menütiefe versteckt. Könnte man vielleicht irgendwie so mal rechts oder links bei den Konkurrenten schauen, wie die das so machen. Und schlussendlich, um das Ganze jetzt nochmal so aufzufüllen, ist kein Like, aber auch kein Dislike in der Hinsicht, ist eigentlich mehr so ein Pro-Tipp-Benutzer von uns Richtung Ford. Wenn ihr den Mustang Mach-E wirklich absolut perfekt machen wollen würdet, dann bietet doch einfach das MagRide aus der High-End-Variante in einem etwas komfortablen Setup mit deren Sitzen an. Dann, wow, ich glaube, dann würden wir vielleicht auch mal kurz überlegen, ob wir so einen in die Garage stellen. Und das war's mit den Likes und Dislikes zum Mustang Mach-E nach 2 Wochen Test in diesem Sinne. Gerne, falls ihr einen habt, sagt, nee, stimmt gar nicht oder oh ja, doch, geht mir genauso. Diskutiert los, dafür sind die Kommentare da. Wir mischen auch sehr gerne wieder mit und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und gerne bis zum nächsten Mal. Und noch ein Like mit, wie, Input, nee, wie heißt das? Inspir wie? Okay.